Aktuell habe ich hier zwei Probleme mit dem Internet. Einmal ist es, dass hier geht ja nur Vodafone bei uns hier auf dem Land, nur Vodafone nahezu. Und die haben aktuell extrem häufig Störungen, allein nur wenn irgendwie so ein bisschen Wetter umschlägt. Vielen, vielen Dank schon seit 3 Monaten. Vielen Dank, Silox. Ich hoffe, das passt so vom Namen her. Danke dafür. Und mein Verstärker, den ich hier noch stehen habe, den habe ich ja mit dem LAN-Kabel angeschlossen. Der scheint auch kaputt zu sein. Einfach doppelt gemoppelt. Jetzt klappt es aber wieder einigermaßen. Ja, Vodafone. Ich habe hier eigentlich eine ultra starke Leitung, was mir aber nichts bringt, wenn die abstürzt. Das ist dann ein bisschen doof. Okay, dann switchen wir allerdings jetzt trotz allem rüber. Wen haben wir denn eigentlich zur Auswahl? Wir haben zur Auswahl, ich habe ganz viel zur Auswahl, David Hein. Wir haben Eve Movie Pilot, wir haben Kino Plus, wir haben Filmstarts und wir haben Scene Talk zur Auswahl. Das ist noch ein etwas kleinerer YouTuber, den wir uns auf jeden Fall aber auch noch anschauen werden. Was ist passiert? Meinst du jetzt im Stream oder warum ich eben gerade offline war? Da ist einfach Internet, Vodafone ist abgeschmiert, passiert, weil es morgen regnet. Weiß nicht, ey, hier ist es ein bisschen anders auf dem Land. Hier ist es wirklich so krass. Wir haben hier schon Stromausfälle gehabt, einfach nur weil draußen Regen war. Also, es ist echt ein bisschen. Wir kommen aber noch in der modernen Zeit. Dann gibt mir noch mal so 10 Jahre hier und dann haben wir auch eine stabile Internetstruktur auf diesem Dorf. Gut. Dann würde ich einfach sagen, wir switchen mal rein bei Movie Pilot. Ah, Eve guckt schon wieder so, als würde er meckern wollen. Na gut, wir ziehen es trotzdem durch. Als Vorwarnung, wie gesagt, ich fand den Film jetzt nicht ultra geil, aber ich glaube, ich werde diesen Film häufiger verteidigen, wenn Momente kommen, bei denen sich wieder nur auf CGI gestürzt wird und sich dann wieder nur über CGI beschwert wird. Da gehe ich dann echt dagegen. Das geht mir auch auf den Sack so ein bisschen. Aber wir gucken einfach mal rüber. Wir switchen dann jetzt mal rüber zur Filmkritik. Spoilerfrei meine ich auch. Ziemlich blöde. Godzilla Kong The New Empire vom lieben Eve Movie Pilot. Jetzt wird dir gerade noch ein Embryosaft reingehauen. Auf dich. Und wir starten dann die ganze Nummer und hoffen mal, dass der Sound jetzt auch einigermaßen passt. Gut. Wir sind jetzt rüber geswitcht. Ihr hört mich immer noch. Jetzt machen wir einen ganz kurzen Test. Hallo, lieber Pilot. Aha. Perfekt. Das heißt, ich brauche meine Kopfhörer. Hoppa. Und dann können wir mit der Review vom lieben Yves starten. Ja, der hat mir eben gerade, hat er mir irgendwie sämtliche Tondateien, die ich einprogrammiert hatte, bei OBS einfach rausgeschmissen. Das Mikrofon war nicht mehr richtig drin. Der PC war nur noch drin und der Rechner auch nicht mehr. Ist natürlich blöd, wenn es dann genau im Stream passiert. Aber jetzt geht ja alles. Und dann starten wir jetzt mit Movie Pilot zum Thema Godzilla Kong The New Empire. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt. Ich werde auf jeden Fall, denke ich mal, eher so in die Verteidigungsposition zum Film gehen. Glaube ich zumindest, je nachdem, was jetzt eben hier gesagt wird. Weil ich schätze, dass sich sehr viele Leute, auch der liebe Eve, ganz, ganz, ganz stark auf CGI-Bash und CGI-Gematsche festhaken werden bei der Kritik. Und das finde ich eine ziemlich dumme Kritik und eine ziemlich langweilige Kritik. Deswegen glaube ich, dass ich da schon ein bisschen widersprechen werde hier und da. Wir schauen mal. Auf geht's. Hallo, liebe Moviepiloten und herzlich willkommen zu einem weiteren Review-Video. Ich war verfrüht für euch im Kino und habe Godzilla X Kong, The New Empire. Alles dieses Jahr ist ein Empire. Und Godzilla X Kong, also es ist nicht mehr Kong. Welcher Film denn noch? Was gibt's noch für einen Film? Der Planet der Affen-Film heißt auch irgendwas mit Empire, kann das sein? Könntest du mir gerade mal in den Chat reinschreiben? Versus Godzilla. Es ist aber auch nicht Kong mit Godzilla. Es ist Godzilla mal Kong? Was kommt dabei raus? Alle Nein, es ist genauso blöd, aber das X ist einfach stumm. Der Film heißt ja nicht Godzilla X Kong, der Film heißt Godzilla Kong. Habe ich mir nicht ausgedacht, war die Idee von Adam Wingard und er dachte, das ist eine geile Idee. Ja, das X ist auf jeden Fall stumm und deswegen. Punkt. Alle Mathematiker, beantwortet mir das. Was ich vom Film halte, das verrate ich euch jetzt. Und nein, hier wird es nicht zu Spoilern kommen, aber
Hat der Film eine Handlung? Sind wir mal. Ey, ihr dürft mir auch gern sagen, wenn ich da zu viel rummecker oder rummoser, ne? Aber ich habe da auch mit dem lieben Andy von Screenfire drüber gesprochen gehabt. Mich langweilt es, dass ich von Kritikern, die ja bei Filmen oder bei bestimmten Filmfranchises immer wieder sagen, wie blöd die eigentlich sind, dass die immer wieder denselben Witz bringen und immer wieder dieselben Sachen kritisieren. Diese Sache von wegen, ja, hier wird es keine Spoiler geben, aber kann man überhaupt was spoilern, höre ich inzwischen immer, bei jedem. Dann dieses Ganze auf CGI aufgehänge. Ich finde das unfassbar generisch und langweilig. Es gibt doch einige Filmkritiker, die machen das halt wesentlich geiler. Da wird dann noch so in die Materie reingegangen. Und ich habe das Gefühl, ja, wenn ich schon sowas jetzt höre, da hat man auch nicht wirklich Bock, da jetzt eine Kritik über den Film zu machen. Eine Kritik heißt nicht immer nur, dass du alles gut oder auch alles schlecht finden sollst. Das habe ich sogar bei Jurassic World Dominion. Ey, sogar da fallen mir hier und da ja ein paar positive Sachen ein. Weniger, aber ein paar positive dann dennoch. Und das, ich hänge mich daran jetzt schon wieder auf. Das habe ich mit Andy auch besprochen gehabt, dass ich es nicht abkann, wenn der erste Satz schon wieder ist, naja, das war aber jetzt hier ein CGI-Film, ne? Ach was? Ach. Ja. Wir gucken mal. Ich finde, dass Kritiker bestimmten Franchises immer negativ eingenommen sind und ihm keine Chance geben, gut zu sein. Ja, man muss sich halt aber auch wirklich vor Augen führen. Also allein schon die Kritik zwischen Godzilla Kong und Godzilla Minus One, den Vergleich, den kannst du eigentlich nicht bringen. Godzilla Minus One versucht durch seine versuchte Echtheit an die alten Toho-Filme anzugrenzen. Der Film jetzt sagt hier, scheiß einfach auf alles, volle Möhre da rein. Und da finde ich immer den Vergleich so ein bisschen blöd, weil das ist wie, das habe ich glaube ich auch in meinem Video gesagt, wie wenn ich jetzt sagen würde, ey, Community, ich male euch jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild. Und dann würdet ihr aber als Kritik anbringen, naja, aber da drüben hat auch einer ein Bild gemalt, das war mit Farbe, warum machst du das nicht? Naja, weil es eben nicht die Intention dahinter gewesen ist. Und das wird dann oftmals irgendwie so ein bisschen weggeguckt. So, ich kann mir auch einen Wolfgang M. Schmidt, kann ich mir gar nicht anhören. Bei dem weiß ich schon von vornherein, da ist nur alles gut, was nicht im Mainstream verankert ist. Es muss Arthouse sein. Aber man muss doch irgendwie auch gucken, für wen ist dieser Film jetzt gemacht? Der Film ist auch nicht für mich gemacht. Godzilla Kong ist kein Film, der für mich gemacht ist. Ich fand ihn echt nicht so geil. Aber dann kannst du doch wenigstens versuchen zu gucken, für wen ist der Film gemacht und inwiefern klappt das denn auf dieser Ebene? Das ist so das Minimalste. Eine Filmkritik ist nicht objektiv, das ist natürlich Bullshit. Eine Kritik ist immer subjektiv, aber versuch doch wenigstens dann zu gucken, für wen ist der Film gemacht? Keine Ahnung, ich finde das immer so ein bisschen komisch. So anderes Beispiel auch, es hat mal ein Kollege von meiner Familie, hat sich mal von mir den Film World War Z ausgeliehen und danach gesagt, ja, der Film war jetzt nicht ganz so geil, weil er mag halt keine Zombie-Filme. Alter, dann leihen die doch nicht aus. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist, du musst dann auch irgendwie schon gucken, wo will der Film hin? Und der Film hier will einfach nur auf die Kacke hauen. Und das kann man dann kritisieren. Unknown Arthouse Wars, das kommt dann noch, ja. Dann hocke ich dann auch hier mit dem Hintergrund voller Bücher im Anzug und schwenke andauernd so einen Whisky. Und dann lache ich aber auch nur noch so. Ihr Narren. Nee, ey. Das ist wirklich nervig. So dieses. Nee. Ich will jetzt gar nicht meckern. Ich meckere gerade schon wieder so viel, ich merke es. Aber ich bin schon darauf eingestellt, jetzt hier ganz viele Kritiken zu hören, die alle dasselbe sagen. Ich bin darauf eingestellt. Wir gucken einfach mal, was da wirklich bei rauskommt. Mal ehrlich. Guck den Film und sag mir, ob der Film eine Handlung hat. Der Film hat keine Handlung. Entschuldigung, Eve. Aber es ist wirklich. Das ist ja auch nicht böse gemeint. Ja? Ich liebe Eves Content. Eve ist ein super cooler Typ. Aber man darf ja auch mal sowas kritisieren. Es folgt ist nur meine Meinung. Dieses Video wird euch präsentiert von Nutella Be Ready, dem perfekten Snack für zwischendurch. Vielen Dank für diese äußerst leckere Unterstützung. Und jetzt legen wir los mit Godzilla, Mal Kong, New Empire. Okay, Godzilla, Mal Kong, X Kong,
Wie auch immer, New Empire ist der neueste Film in dem Monsterverse. Und mir ist klar geworden, während ich das gerade gesagt habe, dass das Monsterverse jetzt schon 10 Jahre alt ist. Und ich glaube, ich sollte meine Meinung so ein bisschen zu diesen beiden Ikonen raushauen und meine Meinung zu diesem Monsterverse raushauen. Okay, ich bin mit Godzilla-Filmen groß geworden, so ein bisschen im Nachmittagsprogramm. Ich war aber nie der gigantischste Godzilla-Fan. Ich kenne ihn, ich kenne so ein paar seiner Monster. Ist aber eigentlich eine ganz gute Ausgangslage. Das heißt, Eve ist da nicht so drauf fokussiert schon mal, was früher war. Ich habe von sehr vielen auch einfach gehört, naja, der Film ist ja genial, weil das ist eine Anleihung an die Showa-Ära. Das kann geil sein, wenn du die kennst. Aber wenn nicht, muss er trotzdem funktionieren. Das heißt, ja, das finde ich ganz okay. Also er hat nicht sehr viel Hintergrundwissen von Godzilla an sich. Ich weiß auch gar nicht, wie Eve zum Rest gestanden hat. Das haben wir uns erst angeschaut, glaube ich. Ne? Ich glaube, 2014 fand er auch gut. Und 2000, den King of the Monsters fand er auch nicht so gut. Da war er auf meiner Seite auf jeden Fall. Hat mir sehr gut gefallen. Sidekicks. Ich kenne ihn als Bad Guy, ich kenne ihn als Anti-Helden, als Helden. Ich habe nicht Godzilla Minus One geguckt, obwohl ich gehört habe, dass das so ein richtig krasser Film sein soll. Oh. Ist er auf jeden Fall auch. Godzilla Minus One ist ziemlich geil. Rotten Tomatoes ist ein gutes Beispiel, wie weit Kritiker und Zuschauer auseinandergehen. Die Kritiker geben 54%, die Zuschauer 52%. Ja, aber die Zuschauer gehen da auch anders rein. So Kritiker sehen sich erstmal auch sehr viele Filme an. Da verlierst du so ein bisschen an Toleranz, glaube ich. Wenn du dir ständig Filme angucken musst, die dir aber auch nicht so wirklich gefallen, dann wird es schon ein bisschen schwieriger werden. Aber ich finde auch zum Teil Aussagen, die auch sehr häufig getroffen wurden, dass man ja faul ist, indem man alles nur aus CGI macht. Da werden zum Teil wirklich so Sachen gesagt, wo ich mir denke, das ist ultra respektlos gegenüber den Leuten, die wirklich Tag und Nacht an so einem Film sitzen und die ganzen Sachen animieren. So dieses Herabgewürdige davon. So, wisst ihr, wie ich das Ganze meine? Das finde ich halt dann, ey, lern doch oder dann sag doch so eine Kritik vielleicht anders heraus. Und jetzt kann man sagen, ja, weißt du noch, wie du früher über Jurassic World Dominion geredet hast? Ey, den tut sich mir auf jeden Fall auch an. Aber ich glaube, inzwischen mache ich das selber auch ein bisschen anders. Weil du musst doch auch fair da rangehen. Du kannst doch nicht einfach sagen, ich mag kein CGI, also ist der Film scheiße. Und dann redest du alles so schlecht, was dann da irgendwie dran ist. Ey, erstell mal CGI. Stell dich mal hin und versuch, wirklich mal einen CGI-Affen zu erstellen, der so aussieht. Und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so scheiße. Oldschool, mit Terror, mit Botschaft, mit Drama. Und, naja, ich muss ihn nachholen. King Kong, das ist mein Lieblingsfilmmonster aller Zeiten. Ich liebe King Kong, die klassische Geschichte. Ich liebe den Schwarz-Weiß-Film. Ja, ich liebe sogar den Peter-Jackson-Film. Und jetzt ist Monsterverse. Der Peter-Jackson-Film ist auch so eine Sache, das habe ich letztens auch schon mal gehört, dass da gesagt wurde, naja, der Film ist sogar besser als der Peter-Jackson-King Kong-Film. Nicht bezogen auf Godzilla Kong, auf irgendwas anderes. Aber ist der Peter-Jackson-King Kong-Film verpönt als etwas Schlechtes? Auch nicht, oder? Also, ich erinnere mich nur an positive Worte zu dem Film von Peter Jackson. Nee. Baran, du kannst ja schon mit Tricktechnik arbeiten. Die haben ja auch bei Godzilla Minus One, haben die ja keinen echten großen Godzilla gebaut. Die haben ja dann schon, aber die haben sich halt drauf geachtet, ob irgendwas Set ist und irgendwas CGI ist. Und dann haben sie auch auf Kamerafahrten geachtet. Das macht der Film jetzt ja hier alles nicht. Ich verstehe das auch. Aber es ist wie beim 40. Marvel-Film, der sich angeschaut wird und dann wird immer wieder gesagt, oh, das CGI wieder. Und ich bin kein Marvel-Fan, ganz im Gegenteil, ich kritisiere Marvel immer. Aber wieso kannst du denn das in eine Kritik reinbringen? Hat eine Kritik nicht auch irgendwie so ein Mindestmaßstab an einer bestimmten professionellen Haltung plus auch noch eine Kreativität? Ich finde, zum Teil gibt es Kritiken, die sind so clever aufgebaut. Die gehen auch so ein bisschen mehr in die ganze Materie rein, wie anstatt einfach immer nur zu sagen, wie scheiße alles ist. So, warum hocke ich mich denn immer hin und sage einfach nur, wie scheiße alles ist, anstatt mir zu überlegen, warum ist es denn wirklich da drin? Als Beispiel Jurassic World Dominion, die Heuschrecken. Klar sind die blöd. Aber warum wird sich dann einfach nicht mal hingehockt und gesagt, okay, die sind blöd,
Aber das war der Hintergrund dabei. Das wird halt nie gesagt. Eine Kritik wird nicht mehr, und so war das früher mal wirklich gewesen, eine Kritik wird nicht mehr so aufgebaut, so habe ich sogar noch in der Uni gelernt. Man sagt positive Sachen zuerst, danach die negativen Sachen und danach kommt ein Fazit, wo beides dann zusammengeschlossen wird. Das ist aber nicht mehr so. Es wird entweder nur noch gesagt, alles ist gut, wenn es Arthouse ist, oder es wird nur noch gesagt, alles ist scheiße, wenn es halt sowas jetzt ist. Und das finde ich einfach, ja, ey, da musst du halt echt inzwischen nicht mehr studieren. Da hockst du dich vor eine Kamera und guckst einen Film an und sagst, nö, gefällt mir nicht, ist kein echter Affe. Das meine ich halt. Und das, ich habe mit dem Andi da auch voll lang drüber diskutiert. Wir sind da auch nicht zusammengekommen. Ich sehe das wahrscheinlich auch ein bisschen verklemmt irgendwie. Aber ich finde es einfach nur öde. Ich kann mir halt sehr wenig Kritiken nur noch angucken, weil das immer dasselbe ist. Es wird immer dasselbe gesagt. Ja. Ja. Als der erste Godzilla rauskam, war das ja die Antithese zu dem Roland Emmerich-Film und ich mochte den. Ich weiß, Godzilla selbst hatte nicht so viel Screentime, aber so wie er benutzt wurde, das kann Gareth Edwards halt, wurde richtig geil mit Scale gespielt. Jedes Mal als jetzt. Die Szene habe ich übrigens vorhin gemeint. Die wurde aufgebaut und dann hat sie sich eben erst entladen. Zu sehen war, war das wirklich eine Naturgewalt und ich hatte mega Spaß damit. Außerdem der ganze Anfang mit Bryan Cranston, wem bricht da nicht das Herz? Kong Skull Island ist mein Lieblingsfilm in diesem seltsamen Monsterverse. War zwar eine neue Geschichte rund um Kong, nicht die klassische, aber das war so ein spaßiger B-Movie-Monsterfilm mit einer coolen Ästhetik, einem anständigen Cast und irgendwie auch einem spaßigen Soundtrack. Dann kam King of the Monsters, das ist der Film von Michael Dougherty. Ich liebe Trick or Treat, ich liebe Krampus von ihm. Und dieser Film hat eventuell die besten Bilder gehabt, war für mich aber auch bis... Ja, aber das war's auch. Das sehe ich genauso. King of the Monsters hat super schöne Bilder. Ende. Und der Film spielt auch übrigens nur bei Nacht, damit man nicht merkt, dass das CGI... damit das besser aussieht, sagen wir es jetzt mal so. Der King of the Monster erzählt mir genauso wenig Story wie Godzilla Kong im Endeffekt. Von der Story her ist das genauso viel. Deswegen finde ich den auch sehr enttäuschend. Und nur weil da Ghidorah auftaucht und irgendwie rumbrüllt, mir hat es einfach nicht gereicht. Das war also das Bescheuertste, weil er hatte so viele menschliche Charaktere und die menschlichen Charaktere in diesem Film sind eh immer nur da, um Exposition rauszukotzen und PowerPoint-Präsentationen vorzulesen und zu sagen, da ist dein Monster! Und wir sind Monarch und ich habe die Monarch-Serie nicht geguckt. Was uns zu Godzilla vs. Kong führt, das war der erste Film, glaube ich, der so richtig wieder ein Opening bekommen hat, als die Pandemie vorbei war oder zumindest es langsam losging, dass Kinos wieder geöffnet haben und ich. Ja, eigentlich eine voll krasse Zeit gewesen. Der Film kam ja gleichzeitig im Kino in manchen Ländern plus noch auf Streaming-Diensten. Und der war ja sehr erfolgreich, ne? Und dann gab es zu einem bestimmten Zeitpunkt danach immer noch Filme, die gleichzeitig in Streamingdiensten angeboten wurden und dabei auch im Kino gelaufen sind. Da gab es noch einige dann danach und da gab es immer wieder Berichte von wegen, ja, stirbt das Kino jetzt aus? Hat nicht allzu lange angehalten. Aber ich dachte mir auch ganz kurz, wird das jetzt so Standard, dass wir auch vielleicht Godzilla Kong einfach gleichzeitig auf für einen Preis von, was weiß ich, 50 Euro oder so zu Hause gucken können und einmal im Kino oder irgendwie sowas. Da wurde nichts draus. Gott sei Dank, Kino ist immer noch eine geile Erfahrung. Dumm ohne Ende, aber es macht Spaß, großer Echse zuzugucken, wie sie großen Affen haut und großer Affe haut Echse. Und ich genieße es. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass jeder einzelne Film irgendetwas hatte, was so eine Daseinsberechtigung uns gegeben hat. Der erste Teil, wir haben einen neuen Godzilla gebraucht und das hat er uns gegeben. Der zweite, neuen Kong gegeben. Der dritte hatte unfassbare Bilder und dieses Universum größer gemacht mit ganz vielen Monstern. Und der letzte Teil war der Teil, auf den alles eigentlich hinausgelaufen ist. Und zwar Affe und Echse hauen sich auf die Fresse. Jetzt gibt's einen weiteren Teil und das ist Godzilla mal Kong hoch 3 minus 4. Ja, ich halte gleich auch meine Schnauze dazu, aber keine Ahnung. Ey, das kann mal passieren, dass man sich auch so vor die Kamera stellt und dann vielleicht gar nicht weiß, wie ein Film wirklich heißt, aber das zeigt doch dann auch schon, wie wenig Interesse du generell daran hast, jetzt darüber was zu machen.
Keine Ahnung, das ist wie, ey, mir geht Ghostbusters, geht mir tierisch am Arsch vorbei. Das ist wie, wenn ich mich einfach jetzt hinstellen würde und irgendwie über Ghostbusters labern. Und hätte einfach, ja, da, nee, weiß ich halt nicht. Es sieht da wirklich gelangweilt aus. Und das ist halt wirklich, ich kann es halt nicht nachvollziehen, wie gesagt. Ich bin halt keiner, der jetzt permanent jeden Film gucken muss und den reviewen muss. Aber es ist halt so ein ganz starker Trend, dass du einfach Leuten schon von vornherein ansiehst und auch schon von vornherein weißt, dass die den Film scheiße finden. Bei David Hein würde ich jetzt sagen, da weiß ich es nicht, weil der ist dann wirklich noch sehr fair bei so Filmen. Man sagt immer, der meckert auch sehr viel, aber bei ihm sage ich immer, ja, finde ich aber nicht. Ich finde, bei ihm ist es noch sehr ausgewogen. Bei Kino Plus werde ich jetzt schon sagen können, die zerreißen den Film wieder, weil er kein Arthouse ist. Sebastian, glaube ich, fand ihn gar nicht mal so schlecht. Aber es ist halt immer, ich finde es einfach schade, dass man da nicht mal wenigstens versucht, den Film so zu nehmen, wie er halt ist, und ihn dann zu kritisieren. Das finde ich halt echt schade. Und ja, ich habe die Trailer gesehen und ich war nicht hyped, ich muss es leider sagen. Und jetzt habe ich den Film gesehen, worum geht's? Kong lebt ja jetzt so ein bisschen in dieser Hollow Earth drin, das ist so sein Königreich, obwohl er ja keine anderen Affen mehr hat, was ihn so ein bisschen traurig macht. Und auch so eine Szene, die hätte man viel länger ausbauen können. Wo du am Anfang siehst, wie Kong dann noch so das Gebrüll von einem anderen Affen angeblich hört. Und dann findet er die Quelle dieses Gebrülls. Und dann siehst du aber, wie Kong einfach vor so einem komischen Frosch steht. Und der imitiert einfach nur Kongs Gebrülle. Wenn du nichts über den Film machen willst, dann mach es nicht. Das kannst du aber auch nicht sagen. Das ist ja sein Job. Das ist also, sein Chef würde ihm dann sagen, willst du mich gerade verarschen? Wenn Eve zu seinem Chef geht und sagt, ey, ich mache nichts über den Film, dann würde er sagen, dann kannst du dir auch dein Gehalt gerade mal selber kürzen. Es ist ja nicht so einfach, aber vielleicht verliert man mit der Zeit auch so ein bisschen das Interesse am Kino an sich, weil auch immer, wenn ich dann Vergleiche höre, ich höre immer nur, naja, früher war das ja noch mit Alien und mit Terminator und es werden immer nur diese alten 80er-Jahre-Filme als Vergleich ausgepackt. Immer dieselben und dieselben und dieselben und dieselben. Und es wäre schön, wenn das noch so wäre wie früher. Ich finde Practical Effects auch viel geiler als animierte Sachen. Aber das Kino geht halt auch weiter. Und entweder du gehst dann selber mit oder du hörst dich halt einfach nur an wie jemand, der permanent meckert, wenn es nicht mehr ist wie früher. Wirklich, es ist schon auffällig, sowas. Dune finde ich overhyped. Ja, Dune fand ich okay, aber ich bin auch kein Science-Fiction-Fan. Aber der war schon vom Optischen her ziemlich geil. Teil 2 habe ich noch nicht gesehen. Und er muss wieder aktiv werden, weil er eine neue Bedrohung ist. Ich meine, im Trailer sehen wir zumindest ein böses Affengesicht. Ich meine, wir sehen den Charakter nicht, aber es gibt ein neues, böses, böses Monster. Und Godzilla wird auch wieder aktiv. Und jetzt müssen sich diese beiden ehemaligen Rivalen zusammenraufen, um nochmal anderen Monstern auf die Fresse zu hauen. Und parallel gibt es halt auch wieder menschliche Charaktere. Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, der hier aus Eternals Dan Stevens und das kleine Mädchen, das ja irgendwie einen Bond hatte, so zu Kong im letzten. Habt ihr gewusst, dass die Schauspielerin von Gia, dass die wirklich taubstumm ist? Das habe ich letztens erst bei so einem Making-of gesehen. Ich dachte, die Schauspieler das einfach nur. Aber die ist wirklich taubstumm. Teil. Die sind da und Dan Stevens ist der merkwürdigste Charakter ever. Ich meine, ja, das finde ich aber auch. Ey. Das ist wirklich der neue Jar Jar Binks des Monsterverse gewesen. Den fand ich auch ultra kacke, den Typen. Der war wirklich auch nur dafür da, damit er noch so einen Joke rauskitzeln kann. Das war echt nicht cool. Währenddessen aber dann der Schwarze, der den Podcast hat, der hat wiederum relativ coole Witze gebracht, fand ich. Aber der andere, der war einfach nur, das war echt schrecklich gewesen. Wie er da mit dem Raumschiff so anfliegt und du hörst diese Popmusik und dann wird der Zahn von Kong rausgezogen. Das war echt eine dumme Szene. Und für sowas verschwenden die einfach Zeit in so einem Film. Für eine Zahnoperation. Oder auch für diesen blöden Handschuh, dass der eine Erklärung braucht von 5 Minuten. Das war, nee, ey. Ja, also auf jeden Fall zu wenig Zeit für so einen Film. In TikTok wird er gefeiert, natürlich wird er das. In TikTok werden aber auch ganz andere Sachen gefeiert. TikTok, ey, wenn das verboten wird, das wäre das Beste, was wir machen könnten. Das ist wirklich, wirklich eine Scheiß-App. Er ist Ace Ventura. Er wird sogar im Film einmal Ace Ventura genannt. Er ist ein Tierdoktor. Alrighty then. Ja, stimmt, genau so ist er, genau.
Er hat sogar das Hemd von Ace Ventura und er ist ein absoluter Cartoon. Okay, ich weiß nicht, es ist schwer, über einen derartigen Film zu sprechen. Es ist schwer, jetzt dieser Filmkritiker zu sein, weil dieser Film hat keinen Plot. Das Drehbuch dieses Films, das kann... Klar, der Filmplot. Der Plot ist einfach, dass in der Hohlerde, egal wie dumm der Plot ist, aber das Ding hat einen Plot. In der Hohlerde passiert was, es kommen Scar King und Shimo tauchen auf und die gab es auch schon früher und haben in dem Krieg damals mitgemischt. Scar King hat Shimo daraufhin gefangen genommen und kontrolliert ihn jetzt. Und das ist eben dann der Plot. Der ist blöd, aber dass es keinen Plot gibt, stimmt nicht. Kann ich euch zeigen. Hier, ja, wirklich. Das ist aber du kannst doch nicht. Du kannst doch... Nee, das kann... Mann. Du kannst doch nicht über einen Film meckern, dass er dumm ist und dann dieses Meme einfügen. Als Erklärung, wie der Film, wie der Plot von dem Film ist. Das kannst du doch nicht wirklich machen. Kann ich euch zeigen. Hier, ja, wirklich. Das sind einfach Kinder, die mit ihren Actionfiguren gegeneinander hauen die ganze Zeit. Und das ist der Film. Und ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe. Ich wusste, das ist... Nee, glaube ich irgendwie nicht so. Ich glaube, dass Eve das nicht so wusste. Ein Monsterfilm, der sich nicht so ernst nimmt. Im Trailer gab es sogar so ein Mini-Affen-King Kong-ähnliches Wesen. Is that a Mini Kong? Und der hat eine ziemlich coole Szene. Ich probiere über die Stärken zu sprechen. Das CGI bei gerade King Kong und Godzilla sieht super aus. Also Oh, okay. Jetzt kommt der Part, der eigentlich... Das Ganze hätte eigentlich so anfangen sollen. Ab Minute 6. Das ist die Kritik, die eigentlich so hätte anfangen sollen. Genau mit dem Bild auch. Finde ich gut. Gerade King Kong und Godzilla sieht super aus. Also es gibt ein paar andere Monster, die nicht so überzeugend ausschauen, aber die beiden Stars, die sehen geil aus und es macht natürlich Spaß, sich mehr auf die zu konzentrieren, weil ich glaube, die haben ein bisschen gecheckt, die Menschen interessieren eh, also niemand ist hier, um sich die Menschen anzugucken. Diese menschlichen Geschichten sind einfach langweilig und einfach nur da, damit man irgendein Gesicht hat und irgendeine Figur, die den Plot erklärt, weil Godzilla macht... There you go. Und der Affe macht... Und die reden halt nicht wirklich. Ja, das stimmt schon. Die Menschen sind wirklich nur für die Exposition wieder da. Und die wird auch noch so öde rübergebracht. Ne? Vor allem Rebecca Hall, könnt ihr mir das vielleicht mal erklären, die den Film schon gesehen haben? Warum kann sie in den Tempel reingehen und sieht einfach so Hieroglyphen und kann anhand der Hieroglyphen, anhand eines Affen, der auf so einem Thron sitzt, erkennen, dass der Typ Scar King heißt? Warum kann sie an den Hieroglyphen ablesen, da ist eine riesen Schildkröte oder sowas, die so einen Laserstrahl nach oben schießt, that was Shimo. Woher weiß sie die Namen? Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen oder ist es einfach nur sehr, sehr, sehr dumm? Habt ihr das aber im Film auch gemerkt, dass die einfach wirklich wusste, wie die alle heißen anhand von Bildern, ohne die Namen wirklich zu sehen? Und ich dachte mir ganz kurz, dass diese Erdbevölkerung, also die in der Hohlerde unten drunter wohnt, die reden ja nicht durch Sprache, sondern durch so eine Art von Telepathie. Dass die ihr das vielleicht erzählt haben und sie hat es einfach nur weitergegeben. Kann das sein oder wurde das nie so erklärt? Waren neben den Zeichnungen an der Wand nicht auch Schriftzeichen, meine ich zumindest gesehen zu haben? Das kann sein. Kann mich nicht mehr erinnern, standen die Namen als Zeichen nicht an der Wand? Okay, wenn das wirklich so war, dann kann das gut sein. Wenn sie die lesen konnte, ja, dann kann das schon gut sein. Auf jeden Fall, das war ja der Rückblick, der uns versprochen wurde. Der wurde uns nicht gezeigt, der wurde einfach, während sie durch diese Höhle gelaufen ist, weil wir haben ja keine Zeit zum Stehenbleiben, hat sie das einfach erzählt. Und da muss ich Eve auch wieder zustimmen. Es gibt so dieses, naja, dieses Show, don't tell. Also zeig mir etwas, erzähl's mir nicht nur. Das ist gerade im Film sehr, sehr wichtig, finde ich. Hätte ich auch viel, viel lieber gesehen. Die sollen gute menschliche Figuren schreiben. Die sollen, ja, Menschen, du brauchst auf jeden Fall Menschen in dem Film. Sonst hast du ja andauernd nur... Das hast du ja dann sonst nur, obwohl Kongs Geschichte wirklich auch mit Mimik funktioniert hat.
Das haben die auch sehr geil gemacht. Kongs Mimik war in dem Film wirklich geil gewesen. Du hast gesehen, wann er traurig war, wann er Angst hatte, was er gedacht hatte, auch zum Teil, als er Zuko zum allerersten Mal gesehen hat. Das haben die wirklich, wirklich gut gemacht bei Kong. Aber du brauchst halt auch irgendwie Menschen, die das wenigstens ein bisschen mitkommentieren, aber dann gebt denen auch eine Handlung und nicht einfach, ja, wir sind die Menschen in der Hohlerde und wir haben so lange gewartet, bis jemand von Skull Island runterkommt, Gia dann eben, damit wir Mothra erwecken können. Nein, ist doch scheißegal. Mothra hätte da nicht auftauchen müssen. Ein Rückblick bei dem Storytelling wäre Gold gewesen. Ja, wäre wirklich Gold gewesen. Auf jeden Fall. Wirklich. Deswegen brauchen wir die irgendwie, aber die haben es wirklich runtergeschraubt. Und das ist okay. Die Mythologie ist so bescheuert, so Banane. Und es wird halt auch immer blöder mit den Filmen. Ich habe das Gefühl gehabt, 2014, Godzilla hat sich noch relativ ernst genommen. Der Film nimmt sich überhaupt nicht ernst. Und er ist halt auch da, um Merchandise zu verkaufen, muss man ganz klar sagen. Das stimmt aber auch, da muss ich ihm auch zustimmen. Die Filme geben sich immer weniger Mühe, was einen Aufbau angeht. Und deswegen sage ich ja auch, das ist für eine andere Generation gemacht. Und ich finde einfach, man sollte das irgendwie berücksichtigen. Das hat der Andi, der liebe Andi von Screenfire auch gemacht. Er hat halt gemeint, er selber als Kind hätte den Film, glaube ich, abgefeiert. Ein paar von euch haben auch gesagt, der Film war ganz geil. Es ist... Nur trotzdem solltest du ihn als das bewerten, was er eben auch ist. Und mit dem Merchandise definitiv. Also Godzilla verwandelt sich hier auf jeden Fall nur wegen Spielzeug. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das nichts anderes im Hinterkopf gewesen ist. Kongs Arm, auch das, damit sie eine neue Kong-Figur verkaufen können. Da steckt ja dann schon so der Gedankengang mit dahinter bei Hollywood. Ich meine, guckt euch King Kong an. King Kong im letzten Teil hatte Stormbreaker, jetzt hat er den Infinity Gauntlet. Warum? Merchandise, baby. I'd buy that for a dollar. Das ist nun mal der Fall und da müssen wir uns irgendwie mit arrangieren. Es gab, ich muss sagen, der Film hat eventuell, ich habe jeden einzelnen Film nur einmal gesehen, außer Kong Skull Island. Aber dieser Film hat eventuell die meiste Monster-Action. Das heißt, der Fünfjährige in mir, der hätte den Film geliebt. Ich glaube, wenn jetzt der fünfjährige Eve drin wäre, wäre das der beste Film des Jahres, weil große Viecher, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen, komm schon, was ist daran nicht zu lieben? Ja, gebe ich ihm recht, aber da muss man wirklich sagen, wisst ihr, dass die größte Zielgruppe von Jurassic Park 1 damals waren Kinder gewesen? Das waren nicht die Erwachsenen. Das heißt, Jurassic Park 1 hat etwas gemacht, der hat Kinder ins Kino gelockt, weil Dinosaurier sind eben ganz cool, und aber noch eine Story mit eingebaut, die du als Kind vielleicht gar nicht so wahrgenommen hast, die aber trotzdem da war. Das heißt auch noch für die erwachsenen Leute. Und deswegen muss ich sagen, das hätte so ein Film vielleicht auch gekonnt. Der muss nicht einfach nur plump und dumm sein, damit man halt sagen kann, naja, ist halt nur für Kinder, weil auch Kinder checken schon ein bisschen mehr, ne, als einfach immer nur Monster. Das geht schon besser. Lieben, der etwas ältere Eve hatte irgendwann die Schnauze voll, muss ich sagen. Weil was ich an diesem Film immer so cool fand, war dieses Gefühl zu haben von Größe und Relativität. Also wenn du wirklich so einen Godzilla hast in so einer Stadt, was das eigentlich ausrichtet. Und dass man den Blick auf die Menschen da unten hat, auf die Gebäude und dann sieht, oh Gott, so groß ist Godzilla, das ist eine Naturgewalt. Das spürt man hier nie, weil wir eigentlich die Kamera nur auf diesen Monstern haben. Sehen die nicht so gigantisch aus? Und ich finde, ja, so eine Monster-Franchise muss man mit Größe, muss man mit Scale spielen. Und die wirken... Ja, das ist Gareth Edwards aber auch. Der macht ja auch den neuen Jurassic-Film. Der nutzt die Kamera sehr häufig, um Größen darzustellen von unten. Das macht er bei Godzilla 2014. Das macht er aber auch bei Rogue One von Star Wars, wo dann dieser erste AT-AT auftaucht, und dann ist die Kamera auch so schön von unten. Der kann eben einfach Größen darstellen extrem gut. Die sind jetzt hier in dem Film nahezu erloschen. Aber ich fand das sehr interessant, das hat mir an dem Film sehr gut gefallen, dass du eben siehst, dass in der Hohlerde die Größe gar keine Rolle mehr spielt. In der Hohlerde selber war Kong einfach nur einer von vielen Affen. Ja, zwar ein Affe auf Steroiden auch, aber er war eben einfach nur einer von vielen Affen. Wenn die dann aber an die Oberfläche gekommen sind, dann hast du erst wieder gemerkt, ach, die sind ja eigentlich riesengroß. Zuko zum Beispiel, der Mini-Kong, ist einfach so groß wie ein Hochhaus. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass du dann wirklich siehst, die kommen aus einer ganz anderen Welt. Die kommen halt wirklich aus einer Welt,
wo die auch hingehören. Aus einer Welt, wo deren ihre Größe eher akzeptiert wird, passt es? Ihr wisst ja, was ich meine. Das habe ich eigentlich ganz cool gefunden. Mag die X-Men-Reihe deutlich mehr als das MCU, ja, ich auch. Da sie ernst nehmen und nicht blöder entwickelt, bis auf 2 bis 3 Filme. Ja, ich mochte die auch mehr. Marvel hat auch Filme, die waren ein bisschen ernster. Auch der erste Iron Man-Film war noch nicht dieses Kasperle-Theater, was dann eben später damit gemacht wird. Der erste Hulk, The Incredible Hulk, viele hassen den Film, ja, ich finde den geil. Da ist eine Gefahr da, da ist dieser innere Konflikt noch mit dabei. Jetzt haben wir Venom, der macht Witze. Und ein nach dem anderen. Und das ist dumm. Ich fand das dumm, dass Godzilla nicht größer wurde, als er einfach... Was? Nicht größer geworden. Okay. Gareth Edwards hatte 160 Millionen, cuttet jeden weg in Godzilla 2014 und das Finale von 14 fand ich auch nicht gut. Ja, das kann ja sein, aber dann... Er war wahrscheinlich zu wenig im Film, ja. Aber das ist einfach jetzt hier zu viel. Oder wie stehst du jetzt zu Godzilla Kong? Also wenn du jetzt sagst, der Film ist gut, dann hast du einfach andere Ansprüche als ich an so einen Film. Dann ist bei dir einfach wichtig, dass auf dem Bild viel passiert. Dass da einfach so viel wie möglich abgeht, viele Funken sprühen. Kann ja sein, ist ja auch vollkommen cool. Aber... für mich halt einfach nicht. Ich hätte gerne einen Film, der einfach mal wieder sich schön aufbaut, der sich auch ein bisschen in die Länge ziehen kann, der ein bisschen sich Zeit auch nimmt, um eine Geschichte zu erzählen. Hier nicht so over the top gigantisch. Und man probiert gerade Kong wieder in den Vordergrund zu hauen. Ich muss aber auch sagen, dass diese Interpretation von Kong die ist, die ich am wenigsten mag, weil ich mochte mal dieses tragische Monster, das von zu Hause entführt wurde, nach New York gebracht wurde. Da hat er sich quasi verliebt in eine Frau, nur um gejagt zu werden. Es hatte sowas Tragisches. Und ich mag auch diese Godzilla-Angst, mit der gespielt wird in den ernsteren Godzilla-Filmen, dass das im Grunde genommen Trauma ist von der Atombombe. Das ist natürlich alles nicht hier. Was hier ist, sind Monster, die sich auf die Fresse hauen. Und es macht zu einem Teil Spaß und irgendwann geht's weiter. Und weiter. Und weiter. Und es wurde so absurd ab einem gewissen Punkt, dass das mein Hirn irgendwie ausgeht. Ja, das stimmt wirklich. Ich war ja in der Pressevorführung gewesen in dem Film. Und die Leute, die haben wirklich, also die letzte Szene einfach, wo es dann komplett nochmal so alles aufgegriffen wird, was gerade eigentlich passiert ist. Wo du einfach dann siehst, wie Shimo dann zum Hund von Kong gemacht wird. Godzilla legt sich in Rom, in das Kolosseum rein, wie in so ein Hundekörbchen. Dann läuft dann nochmal Gia da lang mit Mothra. Und Gia ist aber jetzt zu einer hohen Priesterin in der Hohlerde geworden. Und die Reaktion im Kino war einfach zum Teil so gewesen, was geht denn da gerade ab? Und ich dachte mir auch, das ist, eigentlich ist der Film wie so ein Fiebertraum. Der entwickelt sich dann irgendwie von, wir haben eine Gefahr in der Hohlerde, zu was übertrieben Absurdem einfach. So, dann wird irgendwann die Gravitation ausgeschaltet in der Hohlerde, indem 2 Kristalle miteinander kollidieren. Das macht null Sinn. Es ist einfach, das ist wirklich ziemlich krass, aber ich fand es trotzdem sehr lustig. Ich habe mir da auch einen Spaß draus gemacht, wie Leute darauf reagiert haben, dass der Film halt wirklich so absurd ist. Checkt war. Und ich habe mich auch gefragt, das ist der eine Film, der nichts Neues wirklich bringt. Ich meine, selbst der Bad Guy ist ein anderer Affe. In den anderen Filmen hat man sich irgendwie Mühe gegeben. Der erste hat uns Godzilla vorgestellt als den Great Equalizer. Der zweite hat uns diese Welt rund um Kong gezeigt und damit echt gespielt und hat auch noch Flashbacks. Und Kong ist ein wichtiger Charakter der Kinogeschichte. Der dritte Film hat zumindest diese Welt so erweitert und uns gezeigt, okay, Monster gibt es überall und wir haben sowas wie King Ghidorah und bla bla. Und ja, Kong vs. Godzilla, ich sag's erneut, große Äxte, große Affe, die hauen sich und das ist das, was Fans sehen wollten. Das war so die Conclusio. Jetzt zu sagen, yo, Äxte, hast du Bock, nochmal anderen Monstern auf die Fresse zu hauen? Yep, bist du dabei? Ich bin dabei. Aber ja, für Hardcore-Fans von Kaijus ist das was. Es gibt hier etliche Viecher. Ich will nicht sagen, wer eventuell auftaucht, wer nicht auftaucht, aber es gibt hier etliche Viecher und die... Ist aber auch eigentlich scheißegal, oder nicht? Ich glaube, er will gerade von Mothra so ein bisschen sprechen. Aber auch die macht halt nichts. In den Szenen, wo sich gehauen wird,
Ja, die machen Spaß, aber jedes Mal, wenn dieser Film versucht, lustig zu sein mit den menschlichen Charakteren, ob das jetzt der Typ aus Eternals ist oder gerade Dan Stevens, ich fand ja seine Szenen teilweise furchtbar. Drama zieht gar nicht. Jedes Mal, wenn der Film irgendwie auch nur ansatzweise probiert, dramatisch zu sein, denkt man sich, Monster, hau wieder was, weil das könnt ihr gerade nicht. Das könnt ihr nicht. Ihr wisst auch, oh, ihr habt's verstanden, ihr zeigt mir wieder Monster, die sich auf die Fresse hauen. Okay. Aber, weil der Film halt auch nicht so eine krasse, unterschiedliche Auswahl an Monstern hat. Es gibt sehr viele Affen. Dachte ich mir kurz, oh, Affe versus Affe und es geht um Anführer. Ich so, ich hab Planet der Affen gesehen, Dawn of the Planet of the Apes, und da gab's einen Kampf zwischen zwei CGI-Affen, Caesar und Cobra, und ich, das ist Drama, das ist Shakespeare, das ist mega. Das hier ist zwei Affen, die sich hauen. Ja, aber es ist ja nicht die Intention gewesen, da wieder ein Shakespeare-Drama draus zu machen. Ach komm, ey. Versus-Filme funktionieren anders. Freddy vs. Jason, Alien vs. Predator, Godzilla vs. Kong. Bei solchen Filmen wollen die Fans, dass die Charaktere aufeinanderprallen. Aber lustig, dass du das gerade erwähnst. Freddy vs. Jason ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie es funktioniert. Und der macht's anders als der Film hier. Oder als Godzilla vs. Kong. Freddy vs. Jason führt eine eigentlich zu Ende erzählte Geschichte weiterhin fort, weil die Welt vergessen hat, wer Freddy ist, und deswegen kann Freddy nicht mehr in den Träumen der Menschen auftauchen. In Freddy vs. Jason dann beginnt Jason, Leute zu ermorden, damit die denken, das ist jetzt wieder Freddy, damit die sich wieder an den erinnern, damit er wieder zurückkehren kann. Da ist eine Story drin, egal wie trashig die ist, die Story hast du ja trotzdem da drin. Da nicht wirklich so. Godzilla X Kong hat die Hollow Earth erweitert. Auf jeden Fall, das stimmt, ja. Die Hollow Earth wurde ein bisschen erweitert. Auch da hätte man vielleicht ein bisschen mehr drauf eingehen können, aber das war schon ziemlich cool. Batman wie Superman auch. Haben ja auch viele sich beschwert. Ja, da haben die so lange, so kurz miteinander nur gekämpft. Verstehe ich auch die Kritik, ja. Aber du hast halt wenigstens einen schönen langen Aufbau gehabt bis dahin. Bis die gekämpft haben. Und dann schreien die. Die übrigens, ich glaube, noch nie haben sich die Monster so häufig angeschrien wie in diesem Film. Ja, die schreien ganz viel. Ich habe auch das Gefühl, dass ich viel geschrien habe, weil meine Stimme mal mehr weggeht. Aber ja, alles in allem, ich glaube erneut, wenn ihr Hardcore-Fans seid, wenn ihr sagt, dieses Franchise, dieses Monsterverse, von dem ich nicht überzeugt bin, dass sie es wirklich haben müssen, aber wenn ihr Hardcore-Fans davon seid und sagt, jeden einzelnen Film findet ihr geil, ey, dann geht rein, dann ist es voll euer Ding, weil ihr kommt hier auf eure Kosten, in gewisser Hinsicht mehr auf eure Kosten als in den letzten Filmen, weil es wirklich fast ohne Ende Monstergekloppe gibt. Aber falls ihr einen Film erwartet, der so sein soll wie alles, was ich über Godzilla Minus One gehört habe, oder klassische King Kong Stories, oder etwas, was eine Handlung hat, oder wenn du mit der Erwartung in den Film reingehst, dass der Shakespeare-ähnliche Kämpfe hat, der heißt Godzilla Kong und du hast den Trailer davon schon gesehen, es tut mir leid. Ich wiederhole mich gerade. Ich habe den Podcast mit Andy ja auch schon aufgenommen. Ich kann es nur nicht nachvollziehen. Wenn ich in einen Film reingehe, was kommt denn das nächste Mal für ein Bullshit irgendwie raus? Transformers kommt bestimmt bald wieder einer raus. Und ich gehe da ins Kino rein, dann gehe ich doch nicht mit der Erwartung rein, dass ich jetzt irgendwie einen extrem tiefgründigen Film sehe, der sehr viele praktische Effekte hat mit wenig CGI. Das hat er jetzt hier zwar auch gelobt, das CGI, aber ich habe manchmal das Gefühl, die haben wie so eine Vorlage an Voraussetzungen, die ein Film immer erfüllen muss. Und damit gehen die einfach in jeden einzelnen Film rein. Mit dieser Vorlage in der Hand. So, egal ob du jetzt in Transformers reingehst, praktische Effekte ist trotzdem mit aufgelistet. Ah, haben sie wieder kaum welche durchgestrichen. Ich finde das, nee, das ist nicht richtig, finde ich. Das ist, was man einen Film nennt. Ja, ich glaube, das kriegt ihr hier nicht. Was ich euch sagen kann, bleibt nicht sitzen. Es gibt keine Post-Credit-Scene. Das gab es ja am Anfang. Ich weiß, Kong Skull Island hatte eine Post-Credit-Scene. Ich meine sogar King of the Monsters hatte eine Post-Credit-Scene. Dieser Film hat keine. Was dieser Film hat, sind sehr viele Affen. Ja, und das ist es. Das sind so meine Gedanken. Ich weiß, es ist ein bisschen. Ich wirke echt wie so ein alter Furz. Wieso kann ich keinen Spaß damit haben? Ein bisschen schon. Ist überhaupt nicht böse gemeint, aber ein bisschen kommt es schon so rüber, ja. Ich hatte
paar Minuten lang schon meinen Spaß, aber irgendwann war die Nummer bei mir durch. Ich habe auch nicht so dieses Gewicht gespürt. Selbst bei Kong vs. Godzilla, finde ich, waren die Setpieces ein bisschen kreativer. Als Kong da auf diesem Frachter war und Godzilla von unten angegriffen, es waren starke Bilder. Oder wenn die sich zum Schluss zusammentun mussten gegen Mechagodzilla, das hatte was. Da haben sie sich auch schön durch ganze Städte geboxt und da sind ganz viele Gebäude eingerissen. Das ist so das, was ich in diesem Film sehen will. Hier hat man das nicht wirklich. Hier hat man sehr viel dieses Hollow World und, heißt es so? Hollow Earth? Und sehr viel mit der Mythologie rund um dieses kleine Mädchen und so weiter. Und es ist da. Es ist kein Film, den ich jetzt so irgendwie hart schlecht fand, aber es ist auch kein Film, den ich mir ein zweites Mal antun möchte, weil irgendwann ist man durch. Irgendwann ist echt Matschepampe im Kopf, wenn man wirklich das Gefühl hat, dass Leute einfach nur Spielzeuge nehmen und sie gegeneinander kloppen. Und das sind meine Gedanken. Wie steht ihr zu Godzilla mal Kong hoch 4 in der Quadratwurzel? Und welchen Teil des Monsterverse mögt ihr bis dato am meisten? Schreibt mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja. Okay, das war jetzt mal die Meinung von Eve.